Okay. Oh. Hip-Hop, Hip-Hop, oh, Hip-Hop, what? Ja, damit willkommen zurück zu, was? Bitte was? Ach so, stimmt. Ich habe eine längere Aufnahmepause gehabt. Hallo, willkommen zurück zu Trader Live Simulator 2. Oh mein Gott, ich hab's ganz vergessen. Ja, wir haben hier umgebaut. Toilette und Dusche ist ja jetzt im Shop. Ja, willkommen zurück. Es gibt Updates. Man mag es gar nicht glauben. Angeblich fährt das Auto nicht mehr rückwärts oder so, wenn man jetzt rückwärts aussteigt. Okay, man muss es komplett anhalten. Es funktioniert also nicht mehr. Man kann nicht mehr so aussteigen. Okay. Dann wohl dieser Hügel an unserem Shop ist wohl entfernt worden. Da soll man jetzt wohl besser drauf fahren können. Und eine Nachbarschaft ist wohl hinzugekommen. Oh ja, tatsächlich. Alter Schwede. Jo, hier. Der Hügel ist weg. So ein bisschen nur noch. Oha. So, was ist jetzt hier mit, warte mal, wir müssen den Laden öffnen. Der Terminator macht ja gar nichts hier. Mein Gott, was ist mit dem denn los? So, hatten wir eigentlich eingekauft gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, guten Morgen, falls Sie mal müssen oder so, ne? Ah, ist das schön. Oh, geil. So, was ist mit ihm denn? Er wollte doch, hä, er hat doch Kohle von uns verlangt. Moin, Herr Scheich. Hallo, Sami. Sami, Sami, Salami. In order to start the work, first I need some money to get some sand. Give me $100, please. What? Allah, du hast von mir, keine Ahnung, wie viel waren es, 250 Cash gekriegt? Dafür, dass du aus diesem Kackladen da hinten... Warte mal eben. Einen kleinen Moment, bitte. So, hallo, Tag. Warte mal. Moment mal, warte mal. Ah, einen Moment. Geh mal gleich hin. Ah. Einen Moment, ich bin gleich bei dir, Sami. Sami, ich bin gleich bei dir. Warte mal. Einen Moment, warte. So, mein Freund. Jetzt hör mir mal zu. Du hast 250 Flocken von mir gekriegt, ja? Dafür, dass du aus diesem Kackladen da hinten gekommen bist, ja? Und jetzt erzählst du mir und hast nichts getan. Und jetzt erzählst du mir, du willst schon wieder 100 Flocken haben für Sand? Oder? Leck mich. Du kannst mich mal. Nein, will ich nicht. Exit. Enter Exit. Hab ich denen jetzt was bezahlt? Ach so. Du kannst mich mal. Sehe ich nicht. Mann, wir müssen noch was einnehmen. Ich würde erstmal was einnehmen wollen. Alter, der ist doch wohl bescheuert. Was ist mit Sami Salami los? Erstmal hallo zusammen. Ich grüße euch. So, ich dachte mir, komm, mach mal Kamera an. Wie war das denn nochmal? Q. Ah ja, Q, genau. Shop Rating, ja, 0. Es ändert sich ja aktuell nichts. Was ich noch gelesen habe, Essen und Trinken geht nicht mehr so schnell runter. Das ist auch geupdatet worden. Damit man auch nicht so schnell Heal verliert. Was noch? Ich weiß gar nicht mehr. Und vieles andere noch. So, Sugar verkauft. Pasta. Okay, wir haben... Natürlich jetzt auch nicht mehr so viel, ne? Oder Sugar haben wir noch? Pasta haben wir sogar auch noch. Ich weiß gar nicht, hatten wir letztes Mal eingekauft gehabt? Ich glaube nicht, ne? Wir haben gespart. Was Sami ja eigentlich was bauen wollte. Aber Sami Salami baut ja nichts. Ich weiß nicht, ob der die Nachbarschaft hier erstellt hat. Keine Ahnung. Und vor allem, warum sieht das hier aus wie im Wilden Westen? Was ist das für eine Nachbarschaft, die hinzugekommen ist? Und ich kann da nur mal hingehen. Hallo, Herr Scheich. Anscheinend kommen auch die Leute jetzt von hier. Wow. Aha, da ist aber eine tolle Nachbarschaft. Ich bin schwer begeistert. Vor allen Dingen haben die alle die Fenster zu. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist es Ingo Lenzen? Ich weiß es nicht. So. So, das ist also unser Laden. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir Cash machen. Cash, Cash, Cash. Und wie kriegen wir neue Leute hin? Indem wir Sami bezahlen, glaube ich, ne? Oder? Weil der wollte ja irgendwie, dass wir mehr Konsumer kriegen, ne? Komm, ich bezahle ihn jetzt, komm.
Danke dir, Sir. Ich komme to your shop, zu deinem Shop und komme am nächsten Morgen. Ja, fick dich. Ich glaub's doch nicht selbst dran. Morgen verlangt er 300 und sagt so, ja, ich brauch Steine. Alter, im Leben nicht. Ich werde dem nichts mehr zahlen. So, wir müssen mal gucken. Okay, die Schwämme verkaufen sich gar nicht. Hundefutter, glaube ich. Zahnpasta geht heute auch nicht, ne? Was verlangen die denn alle? Komm, wir gucken mal. Haaröl. Bananensmoothie. Was ist das denn hier für eine Snob-Gesellschaft? So, Potato Chips, Cola Can, Paper Cut Cups und Spicy Fries. Ja, ich würde mal ein bisschen was. Ich mal ein bisschen was shoppen. Ich gehe mal ein bisschen was shoppen. So, wir gucken mal. So, aber ich finde es gut, dass der Entwickler was macht, muss man auch sagen. Ich habe das Spiel übrigens einen Tag vor Release bekommen, aber die erste Folge ist ja, also wenn die Folge hier raus ist, ist sie schon lange raus. Warte mal, fahre ich überhaupt richtig? Ich glaube ja, ne? Und ja, ich habe mir gedacht, ich nehme es mal auf. Und ich glaube nicht, dass es Let's Try wird. Es glaube ich, es werden ein paar mehr Folgen werden, weil es mir einfach zu viel Spaß macht. Ich mag sowas. Ich mag Simulatoren. Ich finde die immer voll cool. Ich habe ja privat den Gas Station Simulator gespielt, der auch richtig gut ist tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Juhu! Moin! So. Und ja, ich glaube, ich hatte den schon mal erwähnt gehabt, dass ich den vielleicht nochmal spielen werde. Vielleicht im Stream oder so. Guten Morgen! So, was kaufen wir denn ein? Was wollten die haben? Lass mal gucken. Haaröl. Ist Haaröl überhaupt heute im Angebot? Wo ist überhaupt Haaröl? Bleiche. Generelle Dressing. Airfresher. Leathercase. Cups. Kids Shampoo. Shampoo. Soap. Seife. Bodyöl, Haaröl. Alter, 60, nie im Leben. Auf keinen Fall. Gar keinen. Nee, auf gar keinen Fall. Was wollen die noch haben? Potato Chips? Haben wir keine Potato Chips mehr? Keine Potato Chips? Onion? Paper? Curry Chips? Wo sind denn Potato Chips? Cheese Chips? Candy Bag? Potato Chips? Ja, kaufen wir. Zwei Stück. Am besten drei. So. Weil es ja heute läuft, ich will wissen, ob das verkauft wird dann heute noch. Da müssen wir ganz schnell einräumen, ne? Ich beeil mich mal. Hä, wieso packe ich das eigentlich da drauf? Ich kann es einfach mitnehmen. Wir haben so viel Platz im Inventar. So, einsteigen und losfahren. Ich stelle die direkt ins Regal. Ich knall die voll und dann schauen wir mal, ob das wirklich dann... So, der Soundbug ist aber immer noch da. Wenn man die Handbremse gedrückt hält beim Aussteigen, dann kommt dieser quietschende Effekt, der bleibt dann. Dam, 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 da, dam, dam, dam. Ich habe mich jetzt echt erstmal erschrocken am Anfang des Spiels. Ich habe erst gedacht, hä, Speicherstand weg oder so? Wir haben keine Dusche mehr und also keine Wanne mehr und kein Klo. Aber dann fiel mir ja ein, stimmt, wir haben das ja im Shop. So, bin ich jetzt vorbeigefahren? Hä, das sieht so anders aus hier. Hä, wo ist denn unser Laden? Ich bin tatsächlich vorbeigefahren, ne? Das sieht so alles so anders aus. Tut mir leid. Huch. Moin. Erwin Müller am Start. Freunde, ich muss mal wieder hier ein bisschen einpacken. Moment, ihr kriegt eure Potato Chips. F. So. So, Potato Chips. Ist jetzt gerade mal egal, wo die hinkommen. Wichtig ist, dass wir die mal platzieren. Ich bin mal gespannt, ob die verkauft werden. Das ist mal interessant hier zu wissen, weil die das ja verlangt haben, ne? Wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ich mache es mal so zwei Reihen. Oder drei Reihen, besser gesagt. Kann man das besser erkennen. So. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Immer 5er Reihen. Mache ich auch noch eine hin. Wie, die kaufen das nicht. 2, 3. Das mit dem Preis habe ich noch nicht so ganz verstanden. 4 und 5. Und wir, die kaufen das nicht. Dann ist aber was los. Dann Erwin Müller streikt dann. Kauf Potato Chips. Okay, aber läuft, ne, gerade.
Gerade läuft 4%. Oh ja. Oh ja. Was haben wir denn? Sugar geht heute richtig gut. Ich fände es doch schön, wenn man noch irgendwie einen Tag angezeigt bekommen würde, was für einen Tag man heute hat. Also die ganze Woche, dass man ungefähr so einplanen kann, wann was gekauft wird. Das wäre noch cool. Dass man noch so ungefähr so, alter Herröl. Ex, oh, Eier gehen heute gut. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir Plus machen und so. Heute geht auch die Sandkacke, glaube ich, heute auch ganz gut, so wie es aussieht. Oh, die Chips sind auch fast weg. Onion Chips. Was habe ich eigentlich aufgeschrieben? Ich habe doch hier Notes, ne? Bleiche Dogfood Sponge. 2 Tage hintereinander gefragt. Geht aber gar nicht weg hier links. Anscheinend aktuell. 2 Tage hintereinander gekauft. Zahnpasta, Soße, Sandcake, Water Bottle. Ja, das stimmt. Ja, ja gut, die Wasserflaschen gehen heute nicht so weg. Aber der Sandkacke auf jeden Fall. Der generelle Dressing geht heute wieder gut, glaube ich. Jo, was haben wir denn noch aufgeschrieben? Einkaufen. Ich wollte einfach nur nach unten scrollen. Einkaufen, was haben wir denn? Ich schreibe mal auf, beim Einkaufen. Wir brauchen Sandkacke. Sandkacke. So, dann würde ich tatsächlich mal... Hatten wir das gekauft gehabt? Airfreshener? Nee, ne? Aber den Airfreshener würde ich tatsächlich mal einkaufen. Wenn der im Angebot ist, natürlich. Cerealien können wir auch mal wieder kaufen. Das hatten wir, glaube ich... Entschuldigung, das hatten wir, glaube ich, hätte kein Wasser mit Kohlensäure vor der Aufnahme trinken sollen. Das hatten wir ja ganz am Anfang. Strawberry Jelly, hatten wir das nicht noch? Hatten wir sogar noch im Regal, okay. Tee würde ich vielleicht mal schauen, ob ich das... erwerben kann. Shampoo, Sugar, Salatdressing. Salatdressing geht auch gerade aus, ne? Könnte man auch vielleicht mal... Ne, Moment. Ja, ist ja nicht Salatdressing, das ist ja Generaldressing, ne? Generaldressing. Der Generaldirektor-Dressing ist das. So. Generaldressing. So. Ja, ich kaufe gerne Generaldressing. Weil er mir so gut tut für die Haut. Oh. So. Shampoo Sugar haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was da, ne? Ja, okay. Alter, mit der Pasta haben wir uns, glaube ich, auch verkauft. Obwohl die eigentlich heute gut geht. Candy Fruits. Was haben wir da hinten noch? Milk Cookies. Oh, gekauft. Was hat er gekauft? Cola Bottle. Oh ja, Cola sollten wir auf jeden Fall einkaufen. Wir haben nicht mehr viel. Zumindest die kleinen. Cola Bottle S. Das würde ich mal aufschreiben. Cola Bottle S. Cola Bottle S. So. Potato Chips. Richtiger Reinfall, glaube ich. Oh. Ich glaube, Marmelade war es gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Aber Zahnpasta geht heute zum Beispiel auch nicht gut. Oh, das Klopapier ist weggegangen. Das eine zumindest. Aber hier die Schwämme und der Hundefutter geht gar nicht. Obwohl sie es 2 Tage hintereinander gefragt haben. Natürlich, Herr Scheich. Natürlich, Herr Oberscheich. Was wollten sie denn haben? Natürlich Vanille-Eiscreme. Was auch sonst. Klar. Rechnung haben wir ja sowieso noch nicht zu bezahlen. Shop-Ratings auf 4%, was eigentlich ganz cool ist. Adlighters Display, ja. Aber die Frage ist, bringen die Updates auch was? Kommen da auch mehr Leute dann oder wie läuft das? Expand-Shop ist natürlich auch geil. Bin mal gespannt, wann wir das erreichen werden. Achso, ich wollte mal bei der App gucken, beim App-Store. Was gab es denn da eigentlich noch? Achso, Abschlepper, Taxi-App, Travel Around the Town, Bank. Achso, Manage Your Account, das ist cool. Deals App, give your access to daily deals, that you can make a good profit from. Das ist natürlich geil, kostet aber 500 Scheine. Shop Sign, das machen wir, glaube ich, irgendwann später und Delivery auch. Also 500, darauf würde ich, glaube ich, vielleicht mal sparen wollen. Aber wir müssen, wie gesagt, zusehen, dass wir hier einigermaßen mal so einen Überblick kriegen, was die kaufen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die kaufen völlig random. Ja, er zum Beispiel... Natürlich Sherry Smoothie.
Das Problem ist, wir müssen ja auch ein paar Gefriertruhen und so ein Kram auch mal kaufen demnächst, ne? Weil wir können ja nicht nur von Trockenfutter hier irgendwie leben. Ich gehe mal eine Runde duschen. Hallo, Herr Kunde. Guten Tag. Wie geht's denn so? Ah. Wären sie uns bald wieder. Und wenn sie mal müssen oder so, hier, ne? Direkt an dem Fenster. Können sie richtig schön... Hier kann man richtig schön sitzen. Also, es ist richtig gut. So. Okay. Kauft er was? Kauft er was? Jetzt haben wir gleich keine Prozent mehr, ne? Ja, 0%. Das habe ich mir gedacht. Das ist ganz toll. Haut ab, Mann! Gehen die denn jetzt weiter weg, bevor die verschwinden? Oder wo gehen die hin? Okay. Gucken wir mal. War ja... Ah, okay, verschwinden jetzt da. Sonst sind sie hier irgendwo... Nö. Nö, sehe ich nicht, Herr Scheich. Nö. Kann ich einen Stau verursachen? Huch, was? Ja, was ist mit ihm denn? Oh, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, 281. Was sagen unsere Werte? Ja, Werte ganz gut. Blase leer. Und Dreckigkeit oder Dreckigkeit. Oh, die Kekse sind weg. Ich guck nochmal eben. Ne? Genau wie die Salzbrezel hier. Die sind auch überhaupt nicht weggegangen, obwohl wir die vorher mal gekauft hatten. Ich gehe mal ein bisschen shoppen. Wir haben ja noch ein bisschen... Wie viel Uhr haben wir denn? 14 Uhr. Okay, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Wir nehmen ja ein bisschen was ein. Wir müssen überlegen, 100 müssen wir immer unseren Mitarbeiter zahlen. 100 müssen wir unseren Mitarbeiter mal zahlen. Da müssen wir dran denken. So. Dann würde ich jetzt ein bisschen was einkaufen. So, Herrmann. Erwin Müller wieder unterwegs. Aber ganz ehrlich, automäßig würde ich mir, glaube ich, dann lieber den Pickup kaufen, als wie diesen Geländewagen da. Also, ich meine, Pickup ist ja auch Geländewagen, aber dieser, die Family-Kutsche oder was auch immer das ist da. Uah! Moin! Ich wollte eigentlich gar nicht in den Elektro-Store. Entschuldigung. So. Gut. Hier wollte ich rein. Bin da, guten Tag. So, im Kofferraum geht ja auch was rein, ne? So, was kaufen wir denn ein? Warte mal. Nuts. These Nuts. Tee. Oh, Tee ist im Angebot. Würde ich mal kaufen. Vielleicht 2 Stück, um auszutesten. Wir müssen ja ein bisschen ausprobieren, ne? Alter, diese Musik, ne? Ich platziere mal. Dabidi dup dup schnubidi schnapp. Schnipp schnapp schnubidi schnipp schnapp schnapp. So, warte. So. Was haben wir noch im Angebot? Kaffee für 22. Was hatten wir denn hier von Land? War auch wenig, ne? Aber ist teuer. Puh, 11. Normalpreis 10. Current Price 11. Ja, ist ein teurer. Würde ich, glaube ich, hiervon auch einkaufen. Einen nur. Schnipp, schnapp, schnöbeli, schnapp, schnapp. Schnipp, schnapp, schnipp, schnöbeli, schnapp, schnapp, schnapp. Yeah, yeah, yeah. So. Machen wir es dahin. Not electricity. Pay the bills. Was? Was? Wieso muss ich jetzt... Was? Was für eine Rechnung? 100 für Elektrik? Was? Warum? Alter. Tschüss. Wieso muss ich jetzt Elektrik bezahlen? War doch vorher auch nicht. Ich glaube, ich muss mal mich irgendwo anders anklemmen. Hä? Warum? Heißt jetzt, was heißt denn, wenn jetzt keine Elektrik ist? Ich komme, Erwin Müller ist unterwegs. Erwin! Mein Name ist Erwin! Vorne er, hinten ihn! So. Hier war das, glaube ich, ne? War das hier oder? Ich weiß das gar nicht. Nee, hier, ne? Wuhu!
Da bin ich schon! So. Guten Tag. Grab. Nein. Nein. Grab. Aber so wie sie anhört, kaufen die trotzdem ein. Was heißt denn nur Electricity? Was? Lass mein Auto stehen. So, ich weiß gar nicht, was alles jetzt drin ist. Ich platziere das einfach mal. Wir gucken gleich mal, wo wir es hinpacken. Ich bezahle mal eben die Rechnung. Hä, das ist ja okay. We don't have enough. Oh Gott, wir müssen das auf die... Oh nein, wir müssen das auf die Bank einzahlen. Ernsthaft?